So, moin Leute. Heute ist Mittwoch, der 5.4. meine ich. Wir stehen hier gerade im Roggen und ich habe mir so ein bisschen den Bestand angeguckt. Ich war lange nicht mehr drin, ich war mit euch auch lange nicht mehr drin. Und ich dachte einfach mal, Stand der Dinge gucken. Viel Kraut, Herbizidmaßnahmen muss jetzt gefahren werden. Ich habe mir die Pflanzen im Einzelnen angeguckt. Gut entwickelte Bestände, gut bestockte Bestände. Sie sind jetzt 3 Pflanzen. 3! Im letzten Video habe ich was von Bestockung geredet. Man sieht, dass die ganzen Halme einen Ursprung haben. Hier sieht man das ganz gut. Und zwar vom Bestockungsknoten. Aus dem schießen neue Triebe raus. Und das sieht dann so aus. Jetzt ist das so, dass nicht jeder Halm auch ein korntragender Halm wird, sondern diese kleinen hier an der Seite, die werden sich reduzieren. Das nennt man Reduktion. Der wird wahrscheinlich nichts werden. Der bildet sich zurück, um die Halme, die stark sind, noch stärker zu kriegen, weil das Bestreben einer Pflanze und jedes Tieres ist es, groß zu werden und sich zu vermehren. Und sowas wird es wahrscheinlich nicht schaffen, deswegen dieser Mechanismus Reduktion. Die Pflanze sagt, okay, die Energie sparen wir uns auf und setzen das in wirklich unsere 3 Stärksten. Im Prinzip nur die Stärksten überleben. Wir haben so zwischen 3 und 8 Trieben. Also ich sag mal, so im guten Schnitt sind wir bei BBZ 26. Da habe ich geguckt, wie das mit dem Schossen aussieht, auch für die Schossgabe. Und das kann man hier ganz gut erkennen. Und zwar, nee, hier habe ich es besser gemacht. Die Kamera bringt es leider nicht so rüber. Wir haben hier den Bestockungsknoten, aus dem Triebe rauskommen. Und das hier, das wird später mal die Ähre, das ist der Vegetationskegel. Wenn der 1 cm vom Bestockungsknoten entfernt ist, dann gehen wir ins Schossen über und werden in 31. Dann braucht die Getreidepflanze die nächste Gabe. Im Roggen machen wir es nicht, den lassen wir jetzt so groß werden. Aber so kann man Bestände zum Beispiel regulieren mit den verschiedenen Stickstoffgaben. Schwach entwickelte Bestände gibt man im Frühjahr ein bisschen mehr Stickstoff, damit die Kraft haben, sich zu bestocken. Oder stark entwickelte Bestände auch ein bisschen weniger, dann zum Schossen wieder etwas mehr geben, dass die Halme, die wir da haben, alle auch hochkommen, beziehungsweise darüber halt auch regulieren. Und dadurch, dass ich jetzt zum Schossen kein Stickstoff gebe, versuche ich den Effekt zu erzielen, dass ich keine Wachstumsregler einsetzen muss. Beim Wachstumsregler ist das so, man verkürzt die Internodien. Internodien ist, ich habe hier gerade die Knoten gezeigt. Jetzt fokussiert er wieder nicht. Die Knoten gezeigt, das nennt man Nodien. Und Internodien kann man sich schon erahnen, das ist der Bereich zwischen den ganzen Knoten. Weil eine Getreidepflanze, die wird mehrere Halmknoten haben. Das kann man auch gerne mal selber erfühlen. Auch bei Süßgräsern, die an Hecken oder an Grünstreifen wachsen. So, und den Bereich verkürzt man, aber alles, was man oben verkürzt, verkürzt man dann auch in der Wurzel. Dementsprechend versuche ich durch meine Stickstoff- oder meine Düngestrategie auf sowas zu verzichten. Pflanzenschutzmittel einzusparen, kostet ja auch Geld. So viel erstmal zum Roggen. Der Weizen befindet sich gerade im BBZ 23. 3 sichtbare Triebe, deswegen ja die 3. Wir haben es ja letztes Jahr gelernt, 2 fürs Bestocken und die 20 herum. Die erste Zahl ist ja mal die Hauptgruppe. Noch relativ dünn der Bestand. Man sieht auch, vom Verhältnis her ist die Pflanze ja auch viel kleiner, noch viel dünner. Was man jetzt machen könnte und was ich eigentlich auch machen wollte, da muss man nur ein bisschen Zeit für haben, ist mit der Cambridge-Weize rüberfahren und dasselbe Prinzip wie im Grünland anzuwenden. Den Bestockungsknoten zu drücken oder zu quetschen und dementsprechend zum neuen Wachstum anregen. Eigentlich wollte ich das mal probieren, so einen kleinen Feldversuch machen, aber man braucht so ein bisschen die Zeit dafür. Ich bin jetzt heute Morgen wieder Mist gefahren und ja, muss gleich noch ein bisschen Saatgut wegbringen, die letzten Säcke. Den Mist auch erstmal wieder abkippen, der ist noch auf dem Wagen drauf. Dann müssen wir zu Hause noch Mist fahren, da sieht es auch schon wieder katastrophal aus. Ja, und irgendwie, oh, Kali ist auch noch nicht auf den Feldern. Wenn man sieht, relativ viel organische Masse zwischen den Reihen noch. Ab und an mal ein bisschen Kraut, aber ich glaube, so viel ist hier gar nicht an Unkraut, was so sprießt. Ja, kann man sich überlegen, der Roggen hat erstmal Vorrang. Du kannst noch. Der Weizen wiederum macht einen ganz anderen Eindruck. Kann man sich überlegen, ob man Herbizid jetzt fährt. Man muss ja auch ein bisschen zeitig reinkommen,
Weil wenn die Reihe erstmal geschlossen ist, also es zum reinen Schluss kam, dass die Blattmasse den Boden komplett verdeckt, dann kommt man an Unkräuter auch nicht mehr ran. Gehen wir nochmal schnell in den Raps, ist gleich auf der anderen Seite und dann war das auch erstmal das. Die Sommergerste ist ja gerade im Boden gekommen, Mais ist noch in der Tüte. Der Rapsbestand, er ist dieses Jahr ein bisschen lückiger als letztes Jahr. Gefällt mir nicht, ist aber auch nicht schlimm, weil Raps hat unfassbares Potenzial, sowas auszugleichen. Man sieht auch, die Pflanzen sind ganz unterschiedlich gewachsen. Ja, im Sommer letzten Jahres war das alles für den Arsch. Da hätte ich auch ein bisschen besser hinterher sein müssen bei der Aussaat. Jetzt suchen wir uns mal eine halbwegs repräsentative Pflanze aus, die jetzt nicht die größte ist, aber auch nicht die kleinste. Ich glaube, du lächelst mich hier gerade ein bisschen an. So. Eine wirklich schöne Wurzel. Ich habe jetzt keinen Zollstock dabei, aber ja, 20 cm. Ne? Oder was? Ja. So, jetzt haben wir einen schon abgebrochen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich nenne es mal Triebe. Das ist gut. Das wollen wir haben. Also die quasi die Verästelung, 12 Verästelungen, wo dann die Körner dran wachsen. Hier oben sieht man die Knospe. Der oberste ist natürlich immer am weitesten. Die anderen kommen nach. Deswegen zieht sich die Blüte beim Raps auch so relativ lange. Jetzt kann man gucken. Gut, so ein paar Fraßschäden gibt's. Wir waren drin mit dem Insektizid schon. Gegen Käfer ist immer ein Problem im Raps. Wir fahren jetzt, wenn der Frost vorbei ist und die Pflanze nicht damit zu kämpfen hat, mit einem Fungizid rein, was gegen Foma, also sprich gegen eine Krankheit hilft. Und das sorgt dafür, dass der Raps auch ein bisschen eingekürzt wird, so ähnlich wie im Getreide. Nur, dass das nicht extra ein Mittel ist, womit man es einkürzt, sondern wie gesagt ein Fungizid, mit dem man Pilzerreger einschließt, was aber auch eine einkürzende Wirkung hat. Dass der uns nicht nächste Woche schon in die Blüte geht. Ja, aber erstmal kenne die Pflanze. Ich schneide mal schnell die Wurzel auf. Dafür brauche ich aber beide Hände. Naja, so viel mit meinen 20 cm. Ist ja mal eine Auslegungssache, von wo man misst, ne? Kennen ja die Männer unter uns. Ich habe eben leider die Pflanze zu weit oben abgeschnitten. Da habe ich nicht nachgedacht. Man sieht ja so leichte Verdunkelung. Ich habe mir gerade eine neue Pflanze geschnappt, hier sieht man gar nichts. Durch Bohrmangel würde man hier Hohlräume sehen, die haben wir nicht. Dunkle Verfärbung, ja gut, könnte man meinen, aber das ist nichts Schlimmes, das ist absolut gar nichts Schlimmes. Und als wir die Insektizidmaßnahmen gefahren haben, haben wir auch ein bisschen Bohrmangel beigemischt. Das kann man eigentlich in jedem Gang machen. Raps ist eine bohrliebende Pflanze. Ja, ich bin so erstmal komplett zufrieden, muss ich sagen, mit der Pflanze. Die macht einen gesunden Eindruck, man hat keine lila Verfärbung gesehen. Das ist auch ein Zeichen für Mangel, auch für Bohrmangel. Die Wurzel sieht gut aus, die Wurzel ist groß. Wie gesagt, 12 Verästelungen. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass der Bestand wirklich dicht wird. Man sagt, über einen guten Rapsbestand kann eine Katze laufen durch die Verästelung, weil die so ineinander ragen. Wir sind guter Dinge und schauen, was das Jahr ergibt. Jetzt kommen sie alle. Aber guckt euch an, wie verteilt die Schweine liegen. Wie viel Spaß die heute haben. Bei so einem schönen Wetter. Die blühen richtig auf. Die sind so tiefenentspannt. Na, kleine Öschis. Die sind auch gar nicht so laut. Moin. Gestern habe ich nochmal ein Fazit gezogen, aber das Problem ist, ich habe mich mit der falschen Kamera gefilmt. Das heißt, man sieht die ganze Zeit nur das Armaturenbrett vor meinem Auto und wie ich da rede. Und jetzt war ich am Überlegen, ob ich so ein auf Synchronisation dazu mache, so Mundbewegung, aber das wäre ein richtiger Schuss in den Ofen. Naja, Schweine gefüttert, dann habe ich Wagen Mist noch weggefahren und habe auch mit einem Landwirt aus dem Ort gesprochen, der für uns das Spritzen übernimmt. Wir haben ja keine eigene Spritze mehr. Er ist halt vor ein paar Jahren, hat sie das Zeitliche gesegnet und
Von da aus haben wir nicht neu investiert. Lassen das, wie gesagt, machen. Der ist nämlich auch Pflanzenschutzberater bei der RWG Osthannover. Ja, und dann habe ich gestern mit ihm gesprochen. Ich gebe ihm immer im Auftrag, was er machen soll, wann er es machen soll. Oder ja, frage ihn, wie er es machen würde. So. Dass wir immer im guten Austausch sind. Und so gestern auch habe ich gesagt, einmal ein Fungizid im Raps fahren. Und zwar ein Carax. Dazu gleich ein Karate mitnehmen, das geht noch. Also das Karate ist ein Insektizid gegen die ganzen Käfer, die jetzt die Knospen und sowas angreifen. Und das Carax ist ein Fungizid gegen Foma mit einer einkürzenden Wirkung, dass der Raps jetzt nicht zu weit abschießt. Im Roggen Broadway, das ist ein strammes Herbizid gegen Beikräuter. Und den Weizen lassen wir erstmal noch in Ruhe. So viel dazu. Jetzt sind wir hier wieder Mist fahren. Ja, dreckige Scheiben, aber ich stehe auf der Straße hier und lasse mich gerade durchs Hoftor beladen. Das ist immer einfacher, da muss man den Zug nicht auseinanderhängen und kann schön vom Hof aus gleich durchfahren mit beiden Anhängern. Ja, mein Vater belädt gerade und ja, so lange warten wir hier und wenn ich voll bin, schieße ich wieder los zur Biogasanlage. Und? Ach ja, genau. Gestern Abend ist der Fendt noch weggefahren, hat die Wiesenschleppe mitgenommen. Wir sind soweit durch, 30 Hektar Grünland sind fertig. Das hat ganz gut gepasst. Hof ist jetzt wieder ein bisschen freier immerhin. Ach so, und ich wollte noch auf einen Kommentar eingehen von Nico. Nico hat nämlich gefragt, wie ich das mit der Fahrgassenschaltung mache an meinem Gasparo-Terminal. Er sagt Fail, weil er jetzt nicht angeschlossen ist. Aber ich habe im Grunde genommen drei Einstellungen. Die Fahrgassenzählung, den Hektarzähler und wie schnell ich fahre. Und dann kann ich so halt durchseppen. Die Fahrgassen, die kann ich so durchschalten. Man sieht's. Zack, eins. Jetzt hat er hier die Fahrgasse markiert. Und ansonsten kann ich auch, weil er ja zählt, beim Ausheben mit dem Oberlenker, mit dem Kontakt, was ich gezeigt hatte, dann kann ich auf Stopp drücken, dass er nicht weiter zählt. Zum Beispiel, wenn ich auf dem Vorgewende bin, weil da fahre ich ja viermal dieselbe Spur, dass ich nicht immer wieder durchseppen muss. Ja, nur schnell. Ah, guck mal, Fail ist weg. Wie gesagt, Geschwindigkeit, Hektarzähler 1 und 2, 248 und auf 1, 310. Ich nutze den nicht, weil ich habe ja auch RTK. Naja, und hier halt die Fahrgassenschaltung. Und mit den beiden kann man jetzt so ein bisschen im Menü wohl das auch umsetzen, dass er nicht bis 8, sondern bis 9 zum Beispiel zählen will, wenn man 27 Meter hat und sowas. Aber einmal eingestellt mit dem Verkäufer und alles ist gut. So, den machen wir jetzt wieder auf so. Und hinten aus. So, wir streuen jetzt Kali, 40er Kornkali, 40, weil da 40% Kaliumsulfat drin ist. Und Kornkali, will ich jetzt mal zeigen, ich hoffe, man sieht es in der Kamera, erkennt man daran, dass die Körner aussehen wie kleine Steine. Jedes Korn sieht anders aus, sehr markant, nicht rund, sondern ja, alle in einer individuellen Form, viele Ecken. Es ist sehr schwer. Dementsprechend kann man den Düngerstreu auch immer ziemlich voll laden und durch die Form auch immer schöne Berge bauen. Kalium ist dafür da in der Pflanze. Es gibt so einen Spruch. Und ich glaube, wenn ich den Spruch jetzt sage, den können sich alle merken. Hält den Stängel hart und die Furche feucht.
Ist halt für den Wasserhaushalt der Pflanze gut und für die Zellwandstärke, also dementsprechend stängelhart und furchtfeucht. Naja. Zur Grunddüngung bis auf Stickstoff. Davon geht man immer aus, dass alles im Boden ist, was die Pflanze braucht. Also der Boden, der ist reich an Nährstoffen und man düngt immer nur das auf, was man dem Boden entzieht, beziehungsweise was die Pflanze dem Boden entzieht. Voraussetzung dafür ist nur, dass die Gehaltsklasse im Boden je nach Nährstoffart in C liegt. C ist genau ausgewogen, das wollen wir. A wäre unterversorgt, also es gibt A, B, C, D und E ist total überversorgt. Ja, wir streben an die Gehaltsklasse C und düngen dementsprechend auch immer nur den Entzug auf. Genau, so. Ansonsten Düngersteuer hinter und jetzt wird Attacke gemacht. Mal sehen, Karfreitag wahrscheinlich nicht so viel und Samstag dafür dann wieder ein bisschen mehr. So Leute, ich denke, das war's mit dem Vlog. Der ist relativ lang. Das weiß ich noch nicht. Gucken, was nach dem Schneiden überbleibt. Aber ich denke, der war wieder gut. Ich habe jetzt, was habe ich geschafft? Kali gestreut auf 7 Hektar Roggen. Einen 3 Hektar Schlag noch angefangen und 10 Hektar Raps schon fertig gemacht. Ich werde Samstag dann einen Anhänger holen. Morgen ist ja Karfreitag. Und ja, zumindest ja, Rapsflächen auf alle Fälle. Und Roggenflächen, ich glaube, das schaffe ich. Also den Kali komplett streuen. Dann geht es auch weiter im Grünland mit Stickstoff, Schossgabe im Weizen. Ja, so erstmal Stand der Dinge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, gerne, wie gesagt, Kommentar, Like da lassen. Den Algorithmus pushen, würde mich mega freuen. Ein Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kostet ja nichts. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die Aussicht und ja, haut rein. Eine dreckige Scheibe hinten, man sieht, sie steht relativ auf. Na, was ist das? Eine dreckige Scheiben, aber.